Hey Leute, wir machen ein bisschen weiter hier in Morbid, The Lords of Ire. Ja, ich bin hier immer noch in diesem Schlacke-Gebiet. Jetzt bin ich etwas überrascht. Ich bin nämlich schon hier reingelaufen und wollte mir hier so ein bisschen den Weg vorankämpfen. Und hier auf der Brücke war wieder so ein Dicker mit einer Kanone gestanden. Da hatte ich aber eigentlich zu wenig Gesundheit, deswegen wollte ich den nicht angehen, bin dann trotzdem gestorben und bin mir jetzt nicht sicher, ob der nicht hier über die Klippe gefallen ist. Und dann auch nicht mehr spawnt. Fände ich ja jetzt nicht schlecht. Ich kann mal hier gucken, weil hier ist man eben nicht durchgekommen. Und das sieht jetzt so aus, als käme man hier durch. Sternenstein-Raffinerie. Okay. Gut, dann ist der durch eine glückliche Fügung irgendwie von der Klippe gehüpft. Dann hole ich mir da vorne aber jetzt nochmal hier dieses Item. Ist hier noch was zu holen? Diese Dinge sind ja nicht unbedingt meine Freunde hier. Ah nee, habe ich die jetzt aggro gemacht? Shit. Und hier die mit so einem Pilz vielleicht? Hi! Oh, der Pilz ist ja cool, hey. Dann nehme ich die. Ich hoffe, der hält noch vor. Hatte ich aber jetzt leider nur einen. Mist, ach. Schade. Ja, das finde ich hier etwas doof, dass man hier wirklich Items nicht kaufen oder irgendwie farmen kann. So ein Elektropilz gegen diese Roboter? Was bist du für einer? Stehst du auf? Nee. War jetzt nicht schlecht. Gut, vielleicht hat dieser Fetti da oben was getroppt. Sieht aber irgendwie nicht so aus, oder? Der war ja hier irgendwie. Ist wohl in den Abgrund gefallen. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Vielleicht ist es auch ein Bug. Ich hinterfrage das jetzt nicht. Es ist nämlich ganz praktisch. So. Finden wir noch was? Ah, Spektralkugeln. Das ist jetzt... So ein Pilz hätte ich gerne nochmal. Sieht mir nach einem Aufzug aus. Ah ja, okay. Gut, da fahren wir jetzt aber erstmal nicht hoch. Ah, hier gibt es irgendwie einen Shortcut wahrscheinlich. Kann ich mich hier sneaky anschleichen? Och. Ah. Ah. Geh weg. Der da auf und macht hier seinen Waffentanz, genau. Beruhig dich wieder. Ah.
Oh. Also, wieso vergesse ich das jedes Mal, dass die hier explodieren? Okay, jetzt so. Eine Sporenpflanze. Oh, da ist wieder so ein Fetti da drüben. Aber da sind wir ja jetzt Gott sei Dank noch nicht. So. Hier ist auch irgendwie eine Tür. Da ist ein Hebel. Okay. Ja gut, dann latschen wir hier mal hoch. Was ist das da? Schleicht mich hier mal. Oh, da gibt es Pilze da hinten. Hm, vielleicht sind es Elektropilze. Das wäre ja nice. Eine fette Made. Die könnte ich mir eigentlich auch mal ins Inventar tun. Genau, statt diese. Nee, da wollte ich sie nicht hinhaben. Ah, okay. Feuerpilz nehme ich mal rein. Wieso kann ich den da nicht reintun? Hä? Das ist der Feuerpilz. Ich dachte, das wäre der Blutpilz. Naja. Na, ist das. Also das Inventarmanagement hier ist auch ein bisschen seltsam. Ein Blitzpilz nur. Na gut, den nehme ich mal auf. So. Ich habe ja schon etliche Geheimgänge hier entdeckt, hinter irgendwelchen. Kisten, deswegen zerschlage ich die jetzt mal schön brav. Okay. Da schleichen wir uns jetzt auch an. Ich versuche jetzt hier mal bei meiner angeschlagenen Gesundheit den möglichst aus dem Weg zu gehen. Und ich könnte ja jetzt ein Upgrade machen, wenn ich dann mal wieder einen Checkpunkt erreichen würde. Ich hoffe, da ist jetzt bald mal irgendwo einer. Hä? Wieso hat das jetzt hier nicht funktioniert? Was ist denn das jetzt bitte? Nein. Oh Gott. Nein. Aber weg. Genau. Mein Gott. Da gehen sie hin, meine Maden. So, jetzt wäre es aber wirklich mal Zeit für einen Checkpunkt. Ah.
Oder ich habe einen übersehen. Das wäre natürlich ganz doof. Das ist mir alles irgendwie unheimlich. Oh mein Gott. Na, jetzt muss ich mir erstmal hochheilen. Ich glaube, ich muss diese halben Beine hier reinnehmen, weil... Auligen Beine. Schauen, wie die so rumlaufen. Vielleicht kann ich ja einen noch irgendwie erwischen. Okay. Schauen wir mal hier. Ach, Gott sei Dank, das sind diese Steintypen hier. Noch einer. Shit. Oh nein, nein, nein. Zwei gleich. Oh, Leute. Gott, schnell heilen. Heil dich. So. Ja, wahrscheinlich wieder, wenn man hier parieren könnte, wie der junge Gott. Wäre das wahrscheinlich alles gar kein Problem, aber... Eine Rune wieder. Ja, ich würde auch gerne mal meine Waffe irgendwie verbessern. Aber man kommt ja hier zu nix. Da hat es irgendeinen zerlegt. Bin ich jetzt nicht traurig, dass der schon tot ist? Hier hinten irgendwie rein? Nee. Also, wenn ich hier sterbe und muss hier... alles nochmal durch. Finde ich jetzt extrem doof, muss ich sagen. Oder ich habe wirklich irgendwas übersehen. Rune der Gnade. Okay, der Typ, der kommt doch auch gleich hierher irgendwie. Deswegen gehe ich jetzt hier mal ein bisschen vorsichtiger. Ich meine, die sind natürlich jetzt nicht die Brüller-Gegner hier, aber... hier dann noch so aufsteht. Der sieht verdächtig aus hier. Ach. Ich
höre schon wieder hier meine mechanischen Freunde rumtrappen. Give me a shortcut, please. Oder ein Checkpoint. Ein ungutes Gefühl hier. Aber das habe ich ja die ganze Zeit in diesem Spiel. Okay, hier ist soweit nichts. Das habe ich mir doch schon fast gedacht. Dass ich nicht sehe. Muss ich mich tatsächlich mit diesem Zeug hier heilen? Ich will hier nicht sterben. Okay, töte das kosmianische Mastodon im Schlackental. Und rede mit dem Professor Maximus. Würde ich ja gerne, wenn ich hier mal einen Checkpunkt finden würde. Wahrscheinlich habe ich einen übersehen, Leute. Jetzt werfe ich aber jetzt mal irgendwas ein. Sporenpflanze? Ausdauer? Nee. Ruhekapsel. Stell von uns wieder her. Genau. Jetzt machen wir jetzt mal. So. Irgendwo habe ich hier einen Checkpunkt übersehen. Das kann ja gar nicht sein sonst. Die waren zwar ja nicht üppig gesät, aber... waren ja trotzdem immer welche da. War da nicht hier irgendwo ein Item gewesen? Habe ich das nicht hier aus dem Augenwinkel irgendwas gesehen gehabt? Naja, jetzt muss ich da runter. Da oben war jetzt zwar noch ein Gebiet, was ich noch nicht angeschaut hatte. Fällt das hier runter von der Decke? Das würde mich ja gerade noch fehlen hier. So, was haben wir denn hier Schönes? Kosmianit. Ach, da kann ich meine Waffe hier beim Schmied wieder. Schmied wieder verbessern. So. Ist es da unten jetzt nicht weitergegangen und hier auch nicht? Ja, wahrscheinlich bin ich ganz falsch gelaufen. Oh mein Gott. So, also hier war jetzt nichts. Ja, das ist hier eine Sackgasse. Gut, also.
Wenn ich mir vorstelle, ich muss hier alles wieder durch, wenn ich hier das Zeitliche segne. Finde ich das jetzt echt blöd. Oh Gott, da ist noch sein Kumpel. Nein! Oh Gott, wie schnell ist denn der? Hallo! Nein! Oh Gott! Ach, steht er dann als Geist wieder auf, oder? Nee. Können wir mal bitte drüber reden, wie bescheuert das hier ist? Gut, dass ich nichts sehe. Oh Gott! Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich habe keine Gesundheit mehr. Ich glaube, ich habe irgendwas übersehen, Leute. Aber wo? Wir gucken uns hier noch mal ein bisschen genauer um. Da bin ich irgendwie runter. Da durch. Aber irgendwie war das doch hier eine Sackgasse, finde ich. Gucken wir nochmal. Da war hier dieses Mastodon. Und ich meine, wenn ich da drüben in dieses Gebäude reinkommen würde, dann könnte ich irgendwie einen Shortcut aufmachen. Das ist mir jetzt alles zu gefährlich hier, ohne irgendwelche Heilmittel. Hier irgendwo noch weiter? Nee, da war doch da oben vielleicht. Aber da bin ich auch schon vorbeigelaufen. Nein. Kugeln habe ich ja noch.
Kann ich die nicht... Weiß ich auch nicht. Also das mit den Spektralpunkten, ich dachte, ich müsste da immer nachladen, aber vielleicht laden die sich automatisch. Oder? Ja, irgendwie schon. Ach, da ist wieder so... Oh Gott, wie so eine rote Wand. Leute, das ist... Nee! Das ist nicht fair. Nee, also das ist jetzt wirklich nicht fair. Also ich sage ja immer... Man kann alles lernen, aber irgendwo ist dann hier auch... Oh, komm ich hier nicht raus? Mich heilen. Shitty, shitty. So, Giftpilz. Mal hier rein. Nein, nein. Hier rein, hier rein, hier rein. Oh Gott, jetzt bin ich hier echt im Panikmodus. Mein Gott. Nee, also ich glaube, ich habe hier echt irgendwas übersehen, weil das kann es ja wohl nicht sein. Irgendein Shortcut oder irgendwas. Ich gehe jetzt hier nochmal runter und gucke nochmal. So, hier muss ich durchlaufen. Das. Komm, lauf, Mädel. So, hier hoch. Hier rein. Und hoffen, dass der mir nachkommt. Ach, ich hätte ein Upgrade machen sollen. Wenn ich schon mal da war. Wir können ja mal gucken. Ich muss ja eh warten, bis der da wieder zurückgelaufen ist. Lösche ich immer alles und guck mal. Aber es gibt ja irgendwie immer nur die gleichen. Wucht, Wucht. Nehmen mal die. Was haben wir denn hier? Boost plus 20%. Auf Wucht. Oder? Auf was? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. So. Okay. Ach, hier ist ein... Ach, okay, gut. Den habe ich übersehen. Aber der ist natürlich auch nicht so weit von dem letzten jetzt entfernt. Aber wir
werten das hier erstmal auf. Was habe ich hier eigentlich für einen Segen gefunden? Da oben noch. Was ist denn das? Segen, das leuchtet der Stein von Diebrom, regeneriert auch Vernunft. Na, okay. Wir werten den hier auf. Genau. So. Und jetzt reisen wir mal zurück und ruhen uns ein bisschen aus hier. Zumindest haben wir hier einen Miniboss besiegt. Das Mastodon. Hast du noch irgendwas zu erzählen hier? The tragedy of young Sophia is a well-known. Most consider the grim tale to be fictitious. Slay the heartless acolyte and rid the Gahas of her flesh. Das mit dem Menü ist immer ein bisschen seltsam, warum das immer anspringt, aber hallo. The last Cosmian Mastodon is dead. However, neither is death by humongous elephant. Besides, the Cosmian Mastodon now lives on. Here's your next objective. Kosmianische Stangenwaffe habe ich bekommen. Was habe ich da als Aufgabe jetzt gekriegt? Ach, wahrscheinlich wieder irgend so ein Miniboss. Wir können jetzt... ich weiß nicht so richtig. Mit den Waffen-Upgrades stehe ich hier irgendwie auf Kriegsfuß. Aber wir können jetzt mal zu der Hexe hochgehen und... Ja, was haben wir denn da noch? So, Jan... Können wir den Folianten abgeben? Wenn ich den Jan jetzt finden würde? Das ist ja wieder supi. Wo ist denn der? Der war, glaube ich, da oben irgendwo. Runter hier. Oder? Uah, oh Gott. Da. You have found another tome of insight. I shall now grant you its blessing. Was haben wir jetzt da gekriegt? Weiß man nicht. Den hier, Segen des Revolverhelden, verleiht Schüssen mehr Wucht. Okay. Schüsse. There may be more tombs out there. Venture forth and find them all. So, und jetzt gehen wir mal zur Hexe, wenn ich da jetzt noch hinfinde. Lass mal heilen, wenn ich wieder irgendwo Leiter runterfalle. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendeine Belohnung kriegt oder irgendwas, wenn man irgendwelches Zeug abgibt. Ich lasse mich mal überraschen. So. Wahrscheinlich stürze ich jetzt hier in die Tiefe. Gute Hexe. Ah, wieso muss ich da immer ganz außen rumlaufen hier?
Hätte man das nicht einfacher machen können? Irgendwie kriege ich... So, du könntest mich ja auch mal hier belohnen, dass ich dir das Zeug vorbeibringe, irgendwie. Ja, ich bring dir ja Relikte, aber wie viel muss ich dir bringen, damit dir irgendwas passiert? Ich könnte mich ja einfach in den Tod stürzen hier, dann wäre ich schneller unten. Überlebe ich das, wenn ich da runterspringe? Wahrscheinlich nicht. Okay. Gut, ihr Lieben. Ich denke, für diese Folge war es das jetzt erstmal. Wir haben zwar nicht jetzt so viel erreicht hier. Obwohl, wir haben einen Mastodon getötet. Hallo. Ich werde mich jetzt hier nochmal um meine Waffe kümmern. Werde mal gucken, ob ich da ein bisschen was upgraden kann. Oder wie oder was. Vielleicht auch mit dem Schmied irgendwie noch ein bisschen reden. Und da noch ein bisschen was investieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.